Theater kommt ja aus dem Gottesdienst prinzipiell. Somit hat auch mein Theaterspielen angefangen, Jesuitendramen. Ich bin der Jüngste von 9. Ich glaube, das war so, wo ich punkten wollte beim Vater und so. Darum wusste ich schon zu schreiben, zu lesen, bevor ich in die Schule ging. Der erste Akt der Befreiung war auf der Bühne. Auf die Bühne gehen und eine Zigarette anzünden, weil es war verboten. Aber auf der Bühne konnten sie es nicht verbieten, weil Freiheit der Kunst und so. Theater ist Freiheit. Ich habe selber darunter gelitten, muss ich sagen, im Internat. Die Verbote und Gebote, das ist etwas, wogegen man eh ankämpft. Und der Kampf ist das Wichtige. Kinder müssen lernen, dass sie kämpfen gegen etwas, was sie stört, was sie nicht mögen, was die Welt auch nicht besser macht. Man spielt ja eigentlich nur Signale nach. Wir Männer werden ja öfter den Müttern ähnlicher. Das Testosteron lässt ein bisschen nach. Das Weichere, vielleicht Wärmere kommt zum Vorschein. Mein Vater war Polizist. Ja. Piet ist Facharzt. Du bist Schauspieler. Ja, Mutter. Und ich, was tue ich eigentlich? Nichts. Man spielt ja oft Erinnerung und dann kommt es ins Reale, als wird es verkörpert, ne? Eingefleischt. Die hat das öfter gemacht, die Dame, die alte Dame. So. Das war so ihr Ding, das war so, das machen wir schon. Und Durchsetzungs. Wenn man 9 Kinder geboren hat, muss man sich durchsetzen. Auf ein Haus. Schön ist die Welt, schön ist die Welt. Heute haben wir wieder Sonnenschein. Ich bin eher so ein Krapfen, so ein eher weicherer Krapfen, der prinzipiell, glaube ich, eher weiblicher ist, obwohl ich gern Mann bin. Ich versuche manchmal männlicher zu sein, als ich eigentlich bin, um das auszuloten sozusagen. Ich bin mehr so ein Wesen. Wie die Yvonne ist ja, hat ja auch sexuell gar nichts zu bedeuten, ist ein Wesen. Wir nähern uns ja dem Ganzen an, wir nähern uns ja nicht Mann oder Frau an, sondern dem Ganzen, dem Wesentlichen. Darum komme ich auf Wesen. Heimat heißt, dass man etwas bewahren will, sozusagen, dass man irgendwas bewahren will in sich selber. Ich habe so einen Kindheitsstein, wo ich immer oben war. Wenn ich da hingehe, weiß ich, da war ich mal zu Hause. Und das Gefühl kriege ich auch wieder, wenn ich da bin. Ich bin wieder kurz da. Das Weggehen ist immer hart. Das ist immer ein Abschied. Und das ist aber einer, ja, den man halt immer mehr und mehr verschiebt. Und irgendwann kommt der ganz Große und dann geht man.